Mensch, die ist aber ganz schön hoch. Das sagen fast alle, wenn sie zum ersten Mal vor einer Kletterwand stehen. Aber was sagen die Leute vor so einer Wand, wenn ihnen zum Beispiel ein Bein fehlt oder wenn sie blind oder halbseitig gelähmt sind? Klettern können diese Menschen in jedem Fall auch. Und die Kölner Sektion des Alpenvereins, die hilft ihnen dabei. Zum Beispiel in der Abenteuerhalle Kalk. Und da haben wir uns heute mit Leuten getroffen, die ein Handicap haben und die uns wirklich beeindruckt haben. Claudia Schmitz hat multiple Sklerose, kann die Beine nicht bewegen, aber die Arme. Und wie? Wochenlang hat sie beim Klettern nur zugeschaut, bis sie sich das erste Mal hochtraute. Immer gesichert durch die Mitkletterer. Sie stehen mit beiden oder mit einem Bein auf dem Boden. So ziehen sie alle an einem Strang immer die Wand hoch. Die ist mächtig hoch. Ich meine, man klettert dann hoch, aber man überlegt ja auch gar nicht, wie kommt sie jetzt wieder runter. Ne? Das ist ja dann auch wieder dann so eine Hemmschwelle dann loslassen, dass man auch runter wieder kommt. Ne? Sich gegenseitig vertrauen, das lernt man beim Klettern, sagt Uwe Tomaschko. Nach einem Unfall musste ihm ein Bein amputiert werden. Der geübte Bergsteiger dachte damals, klettern werde ich nie wieder. Denkste, er ist nur ein wenig aus der Puste. Ich muss warten. Speedkletterer. Ich konnte nicht mehr klettern, weil ich einfach gesagt habe, Bein ist ab, kannst du nicht mehr klettern. Und dann bin ich an die Gruppe gekommen und die sagten dann irgendwann zu mir, Mensch, mach doch mit. Ja, und als ich das erste Mal 8 Meter hoch war, es war so dieses Gefühl, ich bin wieder oben. Gunnel, du musst nachkommen. Ja, wo möchtest du denn als nächstes hin? Ich bin hier noch mit deinem Fuß beschäftigt. Ja, ich merke es. Dieses Selbstvertrauen, es zu schaffen, das hat auch Ute von der Wühlbeck. Nach einem Schlaganfall ist sie halbseitig gelähmt. Nein, die sind doof. Ich finde das toll, weil man beweist, oder ich beweise mir damit, dass ich was kann. Trotz Lähmung. Ja. Wann haben Sie angefangen mit dem Klettern? Vor 3 Jahren oder 2 Jahren. Die erste Zeit habe ich nur davor gestanden und gesagt, das schaffst du niemals. Sie schaffen es alle, mit ganz unterschiedlichen Handicaps. Die freiwilligen Helfer geben jedem genau die Unterstützung, die gerade gebraucht wird. So viel wie möglich selber machen, für alle mit oder ohne Handicap ein Gemeinschaftswerk. Einmal im Monat treffen sie sich zum Klettern. Dass einfach die Unterstützung untereinander so groß ist, das ist so genial. Und das ist dann plötzlich, man hängt gerade irgendwo in der Route und plötzlich kommt von allen Seiten, yeah, super, toll. Und das ist halt einfach wirklich schön. Sport machen, Spaß haben, Selbstbewusstsein und Muskeln stärken. Handicap klettern, ein gutes Gesamtpaket. Da haben wir viele strahlende Gesichter gesehen, schöne Sache.